Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts, dem Podcast, der sich mit Themen beschäftigt, die einen im Leben weiterbringen. Und heute habe ich einen sehr interessanten Gast, der im ähnlichen Thema unterwegs ist wie ich, nämlich Dr. Akuma Sisaningong, richtig? Ja, genau, Kevin, hast du richtig ausgesprochen. Vielen Dank, Akuma, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier eine Runde sprechen können. Wir kennen uns noch nicht sehr lange. Umso spannender finde ich, dass wir uns jetzt mal austauschen können, denn dann lerne ich mit Sicherheit auch eine ganze Menge. Und du bist in einem ganz spannenden Thema zu Hause, wo wir gleich noch in Ruhe drauf zu sprechen kommen. Die ersten Worte gehören aber immer meinem Gast, Akuma. Wer dich jetzt nicht kennen sollte, sag mal zwei Sätze zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Bring uns mal so durch die ersten Jahre deines Lebens. In zwei Sätzen. Ja, von mir aus auch in 20. So viel, wie du brauchst. Weil alles, was du gefragt hast, in zwei Sätzen zu packen, dann ist eine sportliche Aufgabe. Ja. Ja, ich bin, wie die lieben Zuhörer sehen können, ich bin nicht urdeutsch. Ja? Ich komme gebürtig aus Kamerun. Ich lebe in Deutschland hier seit fast 20 Jahren. Bin ich damals zum Studieren gekommen, habe Biotechnologie studiert, Biochemie und habe anschließend in dem Bereich promoviert, im Bereich der Epigenetik, Protein-Protein-Interaktionen. Später bin ich dann in die Industrie gegangen und habe da als Unternehmensberater gearbeitet und dann habe ich dann einen Sinneswandel bekommen, dass ich kann mein eigenes Ding machen und dafür sind wir auf dem Podcast, Leute zu empowern, den Mut zu geben, dass du darfst das Leben leben, was du dir vorstellst, weil in uns allen steckt unendliches Potenzial. Und was wir jetzt machen mit unserem Leben, ist gar nicht die Spitze des Eisbergs. Und es ist sehr traurig, weil das Universum hat dir so viel gegeben und du verschwendest das. Und so ging es bei mir. Ich war nicht so besonders glücklich mit meinem Leben damals. Und dann kam dann diese Veränderung, diesen Sinneswandel, weil ich war so traurig und ich wollte auch dieses Leben nicht leben, weil wenn du wirklich nicht mit dir glücklich bist, dann es ist, ich wollte das nicht für das so lang leben, bis ich meinen Körper verlasse. Und habe ich dann angefangen zu denken, was kann ich eigentlich in meinem Leben machen? Und dann habe ich gesehen, dann kommt eine plötzliche Einsicht vom Universum und sagt, hey, Akuma, du hast eine Grundausbildung als Wissenschaftler. Und das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, betrifft jeden Menschen. Weil allein das Wort Persönlichkeitsentwicklung steht auch das Wort persönlich da. Das heißt, es ist persönlich. Und dann die Frage ist, wie kann ich diese zwei Welten, Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung, verbinden? Dann kommt dann die plötzlich eigentlich und sagt, sei ein Speaker. Also ich bin jetzt Keynote-Sprecher, international, nicht nur in Deutschland, wo ich dann Keynotes halte und die Idee ist, wenn du vor Menschen sprichst, jetzt bei einem Podcast, jetzt so, aber du hast schon ein Publikum, wenn sie dann dich hören und davon begeistert sind, du hast auch deren Leben in irgendeiner Form beeinflusst, positiv, sie nehmen diese Botschaft auf, sie gehen dann ihren Kreisen, Freunden, Familien, Bekannten und geben das weiter. So wir alle, nicht nur ich allein. Somit sind wir alle Agenten der positiven Transformation in die Welt. Die Idee war so cool und so schön. Dann habe ich mich dann zum Unternehmertum gemacht und ich habe die Entscheidung nie bereut. Deswegen jetzt auf einen Satz jetzt zu kommen, was ich jetzt mache, ich sage, ich zeige dir, wie du dein volles Potenzial freisetzen kannst, durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung. Okay, perfekt, in einem Satz sogar. Jetzt hast du noch einen übrig. Ja, genau, ich habe nur einen übrig. Lass uns da mal ein bisschen eintauchen. Kurz nochmal zurück zu deinem Werdegang. Du hast gesagt, du bist aus Kamerun nach Deutschland gekommen. Warum damals? War das Studium der einzige Grund oder gab es da irgendwas anderes, was dich angetrieben hat? Wie war das Leben in Kamerun im Vergleich zu hier? Doch, das Studium war das, der erste Faktor, der treibende Kraft. Und du weißt, Deutschland hat seine Geschichten. Kamerun war bis zum 1919 und war eine Kolonie von Deutschland, einer der vier Kolonien von Deutschland. Das war Togo,
Kamerun, Namibien, also Südwestafrika nennt sich das, und Tansania, Südostafrika. Und als Deutschland dann das verloren hat, als sie den Ersten Weltkrieg verloren hatte. Aber es gab immer noch, bis heute, noch Reste von Deutschentum in Kamerun. Zum Beispiel Brücke, Brücken, Häuser und so. Und nach dem Klischee so mit in Germany. Das heißt, sie, obwohl sie jetzt restauriert worden sind, seit dem 18. Jahrhundert, aber es zeigt noch diese Quote und Quote, Anführungsstrichen, Qualität. Ja. Das heißt, das ist auch für dich als Deutscher, dass es gibt noch trotz die deutschen Geschichte mit Krieg, aber es gibt noch einen guten Ruf noch da. Ja. Und das hat sich auch, ist immer noch so in den Köpfen der Menschen, vor allen Dingen die älteren Menschen, aber viele sind schon ausgestorben, wie meine Oma. Meine Oma hat uns immer davon erzählt, als die Deutschen bei uns waren. Zum Beispiel, sie hat immer so gesagt, dass du kennst schon die Arbeitskultur in Deutschland hier bei den Deutschen. Immer so Arbeit, 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 schaffen, 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 schaffen. Ne? Und so ging auch die Menschen damals. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann, sie sahen dann den Vergleich dann, als die Franzosen kamen dann. Ja, weil danach kamen die Franzosen und die Engländer. Und die Franzosen haben ein anderes Arbeitsmoral. Ja, so laissez-faire, alles passt schon und so nach dem Motto. Deswegen jetzt bis heute in manchen Kreisen, wenn du da bist mit deinen Freunden, zu dritt oder zu viert oder zu fünf in einer Gruppe, und wenn du bist derjenige, der irgendwie so Stress macht und sagt, ey, wir müssen uns jetzt beeilen, komm, wir gehen jetzt oder so, und dann sie machen jetzt Witze und sagt, ey, halt mal, die Deutschen sind schon längst weg. Das ist jetzt so das Witz dahinter, das heißt jetzt, ey, locker jetzt, Mann. Ne? So, solche Anekdoten. Und aufgrund der deutschen Geschichte in Kamerun, positiv und auch negativ, wenn wir das dazu sagen darf, ja, die vielen Kolonialmeister waren auch nicht ohne. Ja. Aber ja, das war so erstmal diesen Bezug nach Deutschland. Und ich kann Englisch und Französisch, aber ich konnte kein Deutsch. Und dann, ich habe gesagt, weil ich wollte auch ins Ausland kommen und meine Eltern konnten das für mich finanzieren. Und dann, ich habe gesagt, nicht nach Amerika, England oder Frankreich, weil ich die Sprachen spreche. Okay. Dann immer eine andere Sprache und Deutsch war aufgrund dieser anderen Vorgeschichten. War das das, wo du hin wolltest, also von der Sache her, in diese Gründlichkeit, in diese Arbeitsmoral, weil du sie von zu Hause in deinem Land nicht so kanntest, es aber toll fandest? Unter anderem. Irgendwie schon im Unterbewusstsein, ja. Wenn du so gezielt fragst, du drängst mich zum Nachdenken, ja. Mhm. Und andere, weil so unterschwellig, weißt du? Im Unterbewussten schon abgespeichert. Ja, genau. Warum nicht, ja. Okay. Und bist du dann auch, als du nach Deutschland kamst, direkt in die Wissenschaft rein? Also quasi, ich will studieren, um zu forschen und der Menschheit was Gutes zu tun? Oder war das erstmal rein nach Deutschland, mal gucken, wie es da so ist und mal sehen, was sich ergibt. Doch, ich hatte schon konkrete Vorstellungen und das ist auch einige meiner Vorteile. Ich auch das kann ich weitergeben an unseren Zuhörer. Es ist immer gut zu wissen, was du willst im Leben. Ja, ich war mir schon relativ klar diesbezüglich. Mhm. Ich habe Kamerun nicht verlassen, um hier zu experimentieren, was ich dann machen möchte. Ich wusste, okay, ich konnte studieren, das war schon klar. Und ich hatte auch schon ein Studium-Visum, weißt du, wenn du im Ausland bist, auch du als Deutscher, wenn du in manchen Ländern gehst, wo es keine Abmachung gibt zwischen Deutschland und den Ländern, dass du so einreisen kannst, ja, aber für einen längeren Aufenthalt, du brauchst eine Begründung. Ja, okay. Ich hatte dann ein Studium-Visum. Ich habe die deutsche Botschaft Kameruns hat mir ein Aufenthaltserlaubnis, da, wie es hieß damals, bescheinigt für Studieren. Okay. Genau. Das war der Einstieg. Ja.
Jetzt hast du eben was gesagt, da hat es mich innerlich so ein bisschen zusammenzucken lassen. Und dann sind wir nämlich direkt bei der Wissenschaft. Ich bin ja gelernter Lehrer und eines meiner Fächer ist unter anderem Biologie. Und ich erinnere mich noch sowohl an die Genetikvorlesung als auch an die Biochemievorlesung. Das war der blanke Horror. Und jetzt hast du eben gesagt, du hast das Ganze studiert, Biochemie. Und jetzt lass uns da mal eintauchen, weil darüber hast du ja letzten Endes dann die Brücke geschlagen in die Persönlichkeitsentwicklung. Du das bist ist korrekt. Doktor der, also du hast promoviert, wo drin? Ich bin Doktor, Protokoll korrekt, ich bin Doktor der Naturwissenschaften. Das steht in meiner Urkunde. Okay. Weil also in Deutschland ist so, oder was in Deutschland so ist normal, ich bin Doktor der Naturwissenschaften. Weil wenn dieser Doktoratsgrad dir verliehen wurde in diesem Bereich, heißt, du hast die Befähigung über Biologie, alle Fächer der Biologie, der Chemie, Physik und Mathematik zu sprechen. Okay. Aber ich habe dann, meine Spezialisierung war Biomolekül, ist ein bisschen kompliziert für den normalen Zuhörer, aber wenn du das fragst, molekulare Biotechnologie / Biochemie. So, und jetzt frage ich noch direkter, damit Lieschen Müller das auch versteht. Was macht man damit? Was ist das? Ich behaupte mal, das kriegst du nicht in zwei Sätzen hin. Ja, genau. Das ist, wenn ganz klassisch gesehen, es ist als Wissenschaftler mit Biochemie. Ja, okay, Biochemie kann ich so erklären oder molekulare Bio-Dings. Heißt, du hast erstmal Biochemie, das sind zwei Worte. Biologie ist dabei und Chemie. Das heißt, Biochemie bedeutet für Frau Müller, für Frau Lise Müller, heißt es ist die Biologie, ist zum Verstehen die Chemie von Lebewesen, von biologisches Wesen. Das ist alles, was lebt. Ja, Pflanzen, es gibt Pflanzenbiochemie. Es gibt auch Menschenbiochemie oder bakterielle Biochemie. Das heißt, wenn du etwas lebst, wenn du auch die Chemie von einem Lebewesen oder ein Lebe ist ein Pflanze, Lebewesen oder, aber du weißt, wo ich hinaus will. Zusammensetzung. Ja, genau. Und da ist ein sehr breites Gebiet, sehr breit. Du kannst, es ist ein sehr großes Fachgebiet. Und ich habe mich dann einmal konzentriert in die Zelle, weil die Zelle ist die kleinste Einheit des Lebens, des Bewusstseins. Ja, weil wenn du dir vorstellst, was alles in einer winzigen Zelle passiert, es ist der Wahnsinn. Millionen von chemischen Reaktionen in diesem Moment geschehen in deiner Zelle. Und auch in einer gewissen Synchronizität und Perfektion. Damit wir leben und gesund sind. Mhm. Zum Beispiel eine Sache wie Krebs ist einfach nur ein Hinweis, ein Zeichen, dass manche Zellen sind amok gelaufen. Weil Krebs, Tumor, heißt nichts anderes, ist ein außergewöhnliches Wachstum von Zellen. Deswegen heißt Tumor. Etwas ist da gewachsen. Ne? Und wenn der Körper nicht in der Lage ist, das zu korrigieren, dann kommen die ganzen Biochemie unseres Seins durcheinander und dann sterben wir. Mhm. Ja. Deswegen war ich dann in meine Arbeit, die ganz in die kleinste Einheit, die Zelle, zu studieren, wie die Eiweiße interagieren, weil unser Leben, wir sind eine Fabrik von Eiweißen, ohne wäre nicht lebensfähig. Dass du jetzt so deinen Kopf jetzt schüttet, da sind Muskeln im Spiel. Und Muskeln haben ihren Ursprung in Eiweißen. Wenn wir essen, die Enzyme, da sind Proteine, da sind Eiweiße zur Verdauung. Wenn wir krank sind, unser Immunsystem, krank oder nicht krank, diese Antikörper, und alles, was da passiert in die Immunologie, da sind Eiweiße im Spiel. Unser Glückshormonsystem, wenn du glücklich bist, traurig bist, da sind Hormone, Eiweiße. Das heißt, ohne Eiweiße vergiss es. Aber vor dem Eiweiß haben wir erstmal die Gene. Wir brauchen die Gene, die dann die Eiweiße
exprimieren, sagen wir so. Okay. Ja, war sehr spannend. Und dann war zu meiner Arbeit, war zu gucken, wie diese Eiweiße interagieren miteinander. Weil, und das kommt wiederum jetzt zum, für den ganz normalen Mensch, so wie du und ich, für die Frau Lissimuna, ohne diese Kooperation innerhalb der Zelle, diese Interaktionen, die miteinander sprechen, diesen Kopf, diesen Eiweiße erstmal in einer Zelle und dann die Zellen auch miteinander, wir sind eine Gemeinschaft von Zellen, über 70 Billionen, das ist sehr viel. Also ohne diese Kooperation erstmal innerhalb einer Zelle und dann mit Zellen, eine Zelle mit den anderen, diesen ganzen Konglomerat, ohne kann ein Wesen nicht existieren, dann stirbst du. Sie sprechen miteinander, sie sprechen sich ab. So viel zum Thema Teamwork. Es ist da eine wundervolle Teamarbeit, die passiert. Und okay, auch meine Erkenntnisse dann raus, warum ich diese Arbeit jetzt mache, dass wir sind füreinander da, nicht gegeneinander, aber miteinander. Weil, wenn, wie ich gesagt habe, wenn deine Zellen nicht kooperieren, dann kannst du nicht existieren, stirbst du. Und dann stellst du vor, ich habe gesagt, wir sind eine Gemeinschaft von Zellen. Diese Gemeinschaft von Zellen, die heißt Kelvin. Und diese Gemeinschaft von Zellen, der heißt Akuma. Und der andere, der heißt Mark Müsterlein. Wenn wir dann diesen Gemeinschaften nicht irgendwie arrangieren können, dass wir zusammen leben können, dann kann auch Leben auf diesem Erde nicht stattfinden. Okay. Gut. Ich sehe so, was ich meine mit diesen Analogien. Und da fällt mir natürlich direkt die nächste Frage ein. Du hast eben gesagt, dass du eben diesen wissenschaftlichen Ansatz mit der Persönlichkeitsentwicklung, also das, worum du dich heute kümmerst in deinem Beruf, kombiniert hast. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, möchtest du den Menschen mehr oder weniger beibringen, ihr Zellkonglomerat, ihren Zellhaufen besser interagieren zu lassen? Wenn, das habe ich noch nicht so ausgedrückt, aber wenn du so auf den Punkt bringst, ja. Okay. Und ist gut, dass du das so zusammenfasst. Ja, schön. Vielleicht kannst du es brauchen. Nehme ich das als meinen Slogan. Danke ja. Für den Punkt. Ja, sehr gut. So, aber dann tauchen wir mal ein in die Sache. Wie geht das? Also wie kriege ich jetzt meine persönliche Entwicklung, mein Mindset, ja, in die Eiweiß-Zell-Interaktion? Also wo hilft mir das? Oh mein Gott, okay. Ich sage einige Worte zum Thema Epigenetik. Ja. Das ist auch so meine Hauptthemen. Okay. Epigenetik und Quantenphysik, aber aufgrund deiner Frage bleibe ich dann bei der Biologie Epigenetik. Ich definiere, was Epigenetik bedeutet. Epi, da sind zwei Worte. Epi ist ein Wort und Genetik ist das andere Wort. Die sind dann zusammengefügt. Epigenetik. Epi kommt vom Griechischen. Es bedeutet so viel drauf, über, wie Epidemis. Ja? Epidemie, aber Epidemis, so drüber. So, wir können dann so verstehen, Epigenetik bedeutet, ist die Kontrolle über die Genetik. Das ist Epigenetik. Das, was heißt das mit anderen einfachen Worten? Es heißt, Epigenetik ist die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie. Das ist einfach. Die Epigenetik, nochmal, ist die Schnittstelle zwischen deiner Umwelt und deiner Biologie. Was heißt Umwelt? Umwelt bedeutet in diesem Zusammenhang, wie du die Welt wahrnimmst. Siehst du die Welt mit einem positiven Blick oder mit einer positiven Einstellung oder negativer Einstellung? Weil deine Gedanken beeinflussen auch deine Gene, deine Biologie. Weil wenn du dich traurig fühlst, was heißt eigentlich? Oder wenn jemand dich beschimpft oder du eine traurige Nachricht bekommst, das ist ein Signal von der Umwelt, ja oder ja. Einfach ein Signal von der Umwelt, die du wahrgenommen hast, die dann sofort deine Biologie beeinflusst. Dann sind dann Gene, die für Stress und so einmal nur Adrenalin und Cortisol sind dann produziert, dann bist du in diesem gesunden Zustand und traurigen Zustand. Im Umkehrschluss, wenn jemand dich lobt oder du bist froh, du hast eine Gehaltserhöhung bekommen oder du hast neue Kunden gewonnen,
Das sind sowieso Signale von außen, die du wahrgenommen hast und dann du fühlst dich glücklich. Da hast du somit jetzt Signale gegeben an deine Biologie, damit Gene, die für die Glückshormone verantwortlich sind, Dopamin, Serotonin, immer die Endorphine unter anderem produziert sind und dann du bist happy. Das heißt, Epigenetik heißt wir, und deswegen ist dieses Wissen sehr wichtig, dass wir sollen wissen, dass mit unseren Gedanken wir kreieren unsere Realität. Mit unseren Gedanken, wir bestimmen, ob wir gesund bleiben oder nicht. Da zum Beispiel, ich bin jetzt so gut dran, es ist immer Work in Progress, angenommen, dass jemand mich anmacht oder mich beleidigt, ich lasse mich nicht provozieren, weil ich weiß, wenn ich das tue, ich tue mir nicht was Gutes dabei. Mhm. Ich nehme das als Signal, was hat den Mensch so getrieben, dass er mich beleidigt. Das heißt, was habe ich gemacht, um das an mir anzuziehen? Es ist für mich ein Anlass für Selbstreflexion, aber nicht irgendwie gegen zu hauen. Ja. Weil wenn ich das tue, ich mache meine Biologie kaputt und bin dann krank. Genauso zum Beispiel für Leute, die gestresst sind in ihren Arbeitssituationen. Ja, die können sagen, ich habe einen stressigen Chef, nicht gute Kollegen. Das ist jetzt im Bereich, dass jetzt sprechen wir von der Sozioepigenetik. Wir werden gehen in die 5 Bereiche bzw. 4 Bereiche der Epigenetik, was ich mit dem Gedanken gesprochen habe, Wahrnehmung, das war die Socio-Epigenetik von Psychic, Socio-Epigenetik. Okay. Jetzt kommen wir von der Socio, von soziales Umfeld-Epigenetik. Sprich, deine Familie, deine Freunde, Arbeitskollegen. Das ist auch sehr wichtig, dass du das aufpassen, wer um dich herum ist. Weil wir sagen, du kannst nicht enden. Wie sagen wir da? Du kannst nicht enden, du kannst die Menschen nicht ändern, die um dich herum sind, aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Ja. Mhm. Wahr oder wahr? Wahr. Ja. Du kannst nicht die Menschen ändern, die um dich herum sind, aber du kannst ändern, wer um dich herum ist. Weil deine Freunde, Familie, Arbeitskollegen, je nachdem wie, allein sind so ungefähr, was sie reden, was sie sprechen. Das nimmst du auf, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und das beeinflusst auch, das nimmst du auf gedanklich. Und deine Gedanken beeinflussen deine Gefühle. Deine Gefühle beeinflussen deine Taten, dein Handeln. Und deine Taten beeinflussen deine Ergebnisse. Das heißt, schau dir deine Ergebnisse an. Wenn sie nicht, was du hast, dann du sollst noch irgendwie überdenken. Mhm. Das ist die Socioepigenetik. In der anderen Bereich. Kurze Verständnisfrage nochmal auf die genetische Ebene. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe beide Arten von Genen in mir, wenn man so will, und die äußeren Reize, Einflüsse bestimmen, welche dann aktiviert werden bzw. sich ausbilden? Genau. Okay. Da sprechen wir von, ja genau, du hast die richtigen Worte benutzt. Welche Gene werden aktiviert oder deaktiviert? Off und on, ja? Okay. Correct. Und das haben wir in die Hand, weil wir alle Menschen, wir haben dieselbe Gene, Anteil an Genen. Der Mensch hat ungefähr 323.600 Gene, laut dem Human Genome Projekt, die Anfang der 2000 Jahre. Das ist ja die Entschlüsselung. Wir, ob du weißt, bist ich Chinesin oder Afrikaner, es spielt keine Rolle. Wir sind 99,9% gleich an Genen. Aber wie wir reagieren, warum der eine krank ist oder gesund ist oder traurig, hängt davon ab, wie wir unser selber Baustein, ich sag mal so ein gutes Beispiel, lieber Kevin. Wenn du das selbe Rezept für Kartoffelsuppe an Tante Müller gibst und an Tante Meier. Dieselbe Rezept für Kartoffelsuppe, aber die Kartoffelsuppe von Tante Maya schmeckt viel besser als die von Tante Müller. Das war die Name, die ich gesagt habe. Warum? Wir haben dasselbe Rezept gelesen, aber wir haben das anders interpretiert. Und es ist eine andere Suppe entstanden. Mhm. Vielleicht die Frau Müller hat dann gesehen, er soll noch einmal zwei Löffel Salz nehmen. Aber sie hat das irgendwie falsch interpretiert und hat dann 4 Löffel Salz genommen. Dann ist es super bitter geworden. Ja, okay. Ist auch ähnlich so, wie wir, so kannst du so verstehen, wir haben denselben Baustein,
Aber was rauskommt, es obliegt uns. Ja. Dieses Beispiel gibt es doch noch mit vier Architekten. Du gibst den Bauplan an vier verschiedene Architekten, die geben dir vier verschiedene Häuser. Hat den Bauplan das Haus gebaut oder wer hat das Haus gebaut? Den Architekten, oder? Ja, ja, gut. So können wir Epigenetik erklären. Das heißt, die Gene sind die Bausteine. Ich kann auch so sagen, die Gene sind so wie, ist das korrekt? Ist das Hardware. Genau. Mhm. Das Hardware eines Computers und dann die Epigenetik-Teil ist die Software. Welche zum Beispiel, du hast die wir haben denselben Microsoft-Rechner, Mac-Rechner, da bleiben wir bei Microsoft. Wir haben denselben Modell gekauft, alles ist eins und eins, alles. Aber wir kommen nach Hause, ich installiere Virusprogramme. Wenn ich arbeite, ich habe nicht mehrere Programme auf einmal, mein Rechner ist schnell. Aber der andere hat keinen Virenscanner da drauf, er hat auf einmal 1000 Programme laufen. Dann erschimpft sich die ganze Zeit, warum dein Rechner so langsam ist. Okay. Wir haben dann verschiedene Erlebnisse. So. Was würdest du sagen, also bleiben wir bei dem Beispiel, bezogen auf die aktuelle Krisensituation? Danke. Danke. Das ist ja schon eine gefährliche Kiste dann, oder? Nicht für mich. Ja. Nicht für mich. Ich kann dir sagen, lieber Kevin, diese Corona-Geschichte, es geht mir so, auf Deutsch gesagt, es ist mir Wumpe. So, weißt du? So am Arsch vorbei. Es juckt mich gar nicht. Also ich lasse mich nicht von diesen äußerlichen Dingen manipulieren. Und diesen Panikmache. Weil, und Gott sei Dank, dass ich dieses Wissen der Epigenetik habe. Und deswegen, es ist ein sehr, sehr ermächtiges Wissen. Deswegen bringe ich das rüber an die Menschheit. Das ist das, weil diesen Corona ist einfach ein äußerer Einfluss. Okay, ich nehme es wahr, dass es sowas gibt. Aber ich treffe dann die entsprechenden Maßnahmen. Damit ich nicht reinkomme. Das heißt, wenn es überhaupt das Virus gibt, wenn es überhaupt mich attackiert hat, glaub mir, lieber Kevin, es hat nicht eine Sekunde in meinem System überlebt. Mein System war so aggressiv und so unverträglich für das Virus, dann er hat sofort verlassen. Weil, was die Regierungen oder die Behörden uns nicht sagen, vielleicht sie haben das vergessen, deswegen sage ich das jetzt gut gemeint, sie haben von Social Distancing plädiert. Das ist gut. Die haben gesagt, wir sollen die Hände waschen. Anführungsstrichen. Ich sage auch, wie ich da umgehe. Sozialdistanzierung, okay, lassen wir erstmal so stehen. Aber was die vergessen haben, uns zu erzählen, ist, wie können wir unser Immunsystem verstärken? Ja. Weil in einem gesunden Körper überlebt kein Pathogen. Pathogen heißt kein krankmachendes Organismus. Also wenn du ein intaktes Immunsystem hast, keine Immunschwäche, es überlebt, weil was macht unser Immunsystem? Diese Medikamente, die wir nehmen, lieber Kevin, wenn wir krank sind, unter anderem. Es hat nur so, das habe ich in meiner Immunologie-Vorlesung damals gelernt von dem Professor, es hat nur den Vorteil, dass du nimmst ein Medikament, damit es dann das Virus lässt oder das Bakterium lässt oder welche Art von Pathogen in dir ist, zu einem gewissen Niveau runterbringt, damit dein Immunsystem wieder noch das übernimmt. Weil es war eine gewisse Zeit, das Immunsystem war dann überlastet. Deswegen hilft das Medikament, weil im normalen Fall, wir sind eine Maschinerie, ich sag mal, im normalen Fall, wir sind eine Apotheke auf zwei Beinen. Dein Gehirn ist der Arzt, der die Medikamente verschreibt und dein Körper ist der Apotheker, der das irgendwie gibt. Eigentlich, wir können uns selbst heilen mit diesem Wissen von der Epigenetik, aber für jemanden, der einen Glauben noch nicht so stark hat, ich will davon nicht dafür plädieren, dass er so sagt, ich heile mich, nee, nimm mal dann die entsprechenden Maßnahmen. Mhm. Ja? Okay, da kommen wir gleich gerne nochmal drauf. Deswegen diese Corona-Geschichte, ich habe mir meine Maßnahmen getroffen. Ganz einfach Epigenetik. Ich treibe trotzdem Sport, obwohl wir nicht mit dem Fitnessstudio gehen. Ich treibe Sport zu Hause. Ich mache meine Liegestütze, meine Handpullmänner. Es gibt so viele auch Apps mittlerweile jetzt. Kostenlose Apps, wo du dich dann trainieren lässt. Kostet dich nicht, das mag ich.
Und dann, ich achte auf meine Ernährung. Ich esse gesund vor Corona und nach Corona. Vor Corona, während Corona und nach Corona werde ich immer, bleibe ich immer, ich esse immer noch gesund. Ich achte auf, was ich esse, Gemüse, Früchte mit wenig Zucker, mit wenig Fructose da drin, diesen ganzen Tamtam, Gemüse, Nüsse, das esse ich momentan. Und dann, ich bewege mich, ich ernähre mich gesund und dann, ich nehme dann meine Supplemente. Ich nehme dann Supplemente, die dann für das Immunsystem immer gut sind. Ich nehme meine Zinktabletten, ich nehme meine Vitamin C-Tabletten, esse auch für immer Früchte. Was nehme ich dann so? Aktiv für die Zuhörer, Zink, Vitamin C, ich nehme auch Selen, ist ein Metallbinder, auch sehr gut. Zink, Selen, Vitamin C, was nehme ich nochmal? So 4 Stück. Ah, Lactoferrin ist auch so ein gutes Produkt. Es bindet auch Viren und andere. Es bindet einfach Pathogene. Sehr gut, ist auch sehr wissenschaftlich erforscht. Und andere Dinge, die jetzt außer dem Rahmen sind, aber da so nehme ich meine Gesundheit in die Hand. Aber lass mich raten, das machst du nicht nur jetzt so, das machst du dein Leben lang wahrscheinlich schon so. Genau. Und spannend ist ja auch, jeder kennt ja diese Menschen aus seinem eigenen Umfeld. Ich sag mal, Corona ist jetzt ja ein krasses Beispiel, weil es momentan omnipräsent ist. Aber selbst wenn wir das jetzt nicht hätten, manche Leute sind jedes Jahr mehrfach erkältet und fangen sich eine Erkältung ein und andere sind nie erkältet. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir eben sagten, der Bauplan ist der gleiche, ja, und trotzdem sind die Reaktionen anders. Jetzt hast du eben von Maßnahmen gesprochen. Entschuldigung, du zuerst. Ja, und das ist die Epigenetik. Die Epigenetik ist diese Epi, wie gesagt, diesen Umweltaspekt auf unsere Gene haben wir in die Hand. Das heißt, wir sind kein Opfer unserer Gene. Wir sind kein Opfer von unserem Schicksal. Wir kreieren und bestimmen unsere Schicksale bewusst oder unbewusst. Das ist die Botschaft. Nimm dein Leben in die eigene Hände. Sei kein Opfer. Also, als ob wir es geplant hätten. Super Überleitung. Du hast jetzt eben von Maßnahmen gesprochen, die jeder Einzelne dann für sich treffen kann. Und mit Maßnahmen meinst du ja jetzt nicht Händewaschen und Mundschutz und so weiter, sondern die Maßnahmen, die ich von hier oben steuere. Ja, das ist die richtige Maßnahme. Das ist die, wir nennen das Mind Medicine. Okay. Auf Deutsch übersetzt Bewusstseinsmedizin. Ja, okay. Und wie verschreibst du das? Aber Moment, lass mich kurz, bevor damit, ich habe bitte, damit es nicht falsch rüberkommt, ich habe nicht gesagt, die Hände sollen nicht gewaschen werden. Bitte, nee. Das habe ich nicht gesagt. Oder das ist nicht gut. Ich habe noch gesagt, zum Beispiel im Thema Hände waschen, wir können ruhig noch einmal uns noch Leute voneinander einmal wegrennen, aber das ist auch nicht der beste Weg, wo ist dann diese zwei Menschen, wir gehören zusammen, nicht gegeneinander erstmal. Aber mit den Händen waschen, zum Beispiel mein Tipp jetzt, das habe ich gut gemeint, habe ich auch von einem Hautärztin in einem Blog gelesen in Berlin. Sie hatte gemeint, wir sollen aufpassen mit den Händen waschen mit Desinfektionsmitteln. Ab und einmal am Tag oder wenn du, wie er so war früher, kannst du das machen. Aber wenn du jetzt deine Hände 4-5 Mal jeden Tag mit Desinfektionsmitteln machen, das ist sehr schädlich, das ist nicht gut. Weil die Zünder sind sehr aggressiv, korrosiv, sie greifen deinen Körper, deine Haut. Und auf unserer Haut, die Haut ist auch eine Schutzbarriere. Auf unserer Haut, wir haben auch gute Bakterien, die da drauf sind, die auch besiedelt sind, damit böse Bakterien nicht drauf sitzen. Und wenn wir so aggressiv mit unserer Haut umgehen, dann wir töten dann diese guten Bakterien mit den Desinfektionsmitteln. Und dann machen wir es als Nährböden für den bösen Bakterien, für den Pathogenen dazu, sich wohlzufühlen. Das heißt, diese Hautärztin in ihrem Blog hat gesagt, ganz logischer und normaler, für ein normales Menschenverstand, wie wir bei Oma gelernt haben oder bei Mama. Also wenn du zurückkommst nach Hause, wäsch deine Hände, du gehst immer wo ein Waschbecken da ist, nutz eine ganz normale Seife. Ja, wäsch deine Hände gut mit Wasser spülen, so, lass dir 2 Minuten Zeit, mit normaler Seife wäsch deine Hände und ist gut. Lieber Herr Biochemie-Doktor, ich würde sagen, da machen wir noch mal eine Extra-Folge von, da können wir endlich mal diese ganze Hysterie beseitigen, wenn wir mal von dir... Ja, auf jeden Fall. Die Hysterie ist unbegründet, wegen Unwissen. Aber auch da kann ja jeder entscheiden, wie viel er sich der Hysterie annimmt und wie sehr er das an sich rankommen lässt. Aber lass uns dann jetzt mal zurück zu den Maßnahmen kommen. Also wenn jetzt klar ist,
dass die Epigenetik, also letzten Endes die äußeren Einwirkungen, das Ganze steuern und wir dementsprechend reagieren müssen. Wir kennen ja alle Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, ja, auf diesen Pfad zu gelangen. Und das ist ja deiner und mein Job, das irgendwie in die Welt zu rufen, dass das in die Richtung gehen kann. Was sind denn deine konkreten Tipps? Was sagst du den Menschen, wie sie ihre Denke da ändern können? Ist das, reicht da der wissenschaftliche Ansatz, dass man das einfach versteht? Oder hast du konkrete Tipps, wo du sagen kannst, mach mal dies oder mach mal jenes? Konkrete Tipps, die ich geben kann, ist ein sehr einfacher Satz, weil der Punkt ist so, ich kann verstehen, was du meinst, weil wir sind Gewohnheitstieren, wir Menschen. Ja? Viele von uns, ich auch, du auch, wir haben unter bestimmten Glaubenssätze. Mhm. Und Gewohnheiten, die wir schon als Kind übernommen haben von unseren Eltern. Unsere Eltern haben auch Glaube und Denken übernommen von ihren Eltern und Urgroßeltern. Das heißt, manchmal wir leben mit Gedanken und Glaubenssätzen von Menschen, die tausend Jahre verstorben sind. Glaub mir. Da ist der Bereich der transgenerationellen Epigenetik. Das heißt, Menschen, die du gar nicht kennst. Aber sie leben noch auf deine Gene. Das heißt, in. Weil Epigenetik heißt, okay. Das Gute mit Epigenetik ist, die Genetik ist vererbbar, aber schlecht veränderbar. Aber die Epigenetik ist vererbbar, aber veränderbar. Das heißt, diesen uralten Glaubenssätze und Beliefs, die uns nicht mehr dienen, die wir von Generationen übergeben haben, mit dem Epigenetik wissen, wenn du davon weißt, du hast jetzt die Macht, in diesem Hier und Jetzt anfangen, das zu ändern. Das heißt, diesen Epi-Teil, Epi ist einfach so, heißt auch, es gibt so bestimmte chemische Modifizierungen auf unserem Gene, ein gewisses Muster. Sag mal, die Muster von Angst, die Muster von Hysterie liegt auf deinen Genen. Du kannst mit diesem Wissen, was wir hier so reden, anfangen, diesen Muster von Angst und Hysterie wegzuradieren, um ein Muster von Mut und Gesundheit draufzusetzen. Es braucht auch Zeit, aber es ist machbar. Das heißt, auf deine Frage wirklich zu kommen, was ein konkreter Tipp, was ich geben kann, ist sehr einfach. Sei für alles offen und an nichts gebunden. Nochmal, sei für alles offen und an nichts gebunden. Das hilft mir. Diesen Tipp ist ein Zitat von Tilopa. Es war ein buddhistischer Mönch, der vor 1000 Jahren in Indien gelebt hat. Weil wenn du einen Geist haben, der für alles offen und an nichts gebunden ist, du kommst immer als Gewinner. Zum Beispiel diese Dinge, die wir jetzt reden, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielleicht ist es neu für dich oder klingt spooky oder klingt irgendwie, keine Ahnung, aber lass es einfach auf dich wirken. Du musst es nicht annehmen, bitte. Ja, einfach wirken lassen. Ja, und dann, du musst es nicht annehmen, du kannst auch wegschmeißen. Aber was ich dir garantiere und ich schwöre dir, es ist nur eine Sache der Zeit, dass du irgendwann zurückkommen kannst, zurückgreifen kannst auf dieses Wissen. Und so mit so einer Mentalität, mit so einem Mindset, du kannst dein Leben für immer verändern. Für alles offen und an nichts gebunden. Was hast du zu verlieren da? Sag mir. Ja. Nichts. Aber einfach dafür und so, du sollst eine Einstellung haben wie ein Kind. Kinder sind immer neugierig, die stellen immer Fragen. Ja, die stellen dir Fragen, bis du antwortest. Das heißt, wenn du irgendwo hingehst, wo Leute reden, keine Ahnung, sei nicht der Schlaumeier da. Ich bin immer der Naivste in einer Gruppe und auch manchmal der Dummste bewusst, weil ich weiß, dass jeden Menschen, den ich begegne, weiß irgendwas, was er das nicht weiß. Für mich, jeden Menschen ist mein Lehrer. Ja. Ich sage immer, ich habe keine Freunde, ich habe keine Feinde, ich habe nur Lehrer. Und das ist so. Ja, stark. Schön. Ja. Jeden Mensch ist mein Lehrer. Aber egal, wer dieser Mensch ist, Sozialstatus hat nichts damit zu tun, das sind nur so Umweltkonstrukte. Ob es ein sogenannter Penner oder ein Kind oder Mann, Frau, es spielt keine Rolle. Ich weiß, dass diesen Mensch, auch du, lieber Kevin, jeden Menschen, den wir im Leben begegnen, hat seine Erfahrungen, weiß irgendwas, was du nicht weißt, wovon du profitieren kannst. Das steht nicht zur Debatte. Ja, und ich lerne von diesen Menschen und so erweitere ich meinen Horizont. So erweitere ich mein Radar.
Und so kannst du dein Potenzial entfalten. So kannst du dich vorantreiben. So einfach. Das heißt, fang einfach an dir zu arbeiten. Das Beste, was du für dich machen kannst, ist, wenn du anfängst, an dir zu arbeiten. Ich sage immer so zu deinem, als Frage, zu deiner, als Antwort zu deiner Frage, ich sage, passe auf wegen mir, ich passe auf mich auf wegen dir. Ist das nicht toll? Ja. Ich würde ja fast sagen, das kann man ja schon als Schlusswort so stehen lassen. Wir sind ja schon ordentlich vorgaloppiert mit der Zeit. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang in dieses Thema eintauchen und würde mich auch total freuen, wenn wir das irgendwann nochmal machen. Ja, also ist ja nicht ausgeschlossen, dass man sich nochmal irgendwie zu einem Blausch trifft. Akuma, am Ende eines solchen Interviews stelle ich immer eine abschließende Frage, die nichts mit dem Thema zu tun haben muss. Und zwar, wir wissen ja alle, dass Lesen ein Stück weit weiterbildet. Und ich weiß auch, dass eine Menge Menschen immer spannende Buchempfehlungen gebrauchen können. Wenn du ein Buch nennen müsstest, was du empfehlen kannst, was man unbedingt mal gelesen haben sollte, dann lass es uns wissen. Das kann auch die Sportbild oder sonst was sein. Was ist dein ultimativer Lesetipp? Ist ganz einfach, habe ich hingebracht. Ja, der Mann ist vorbereitet. Mein eigenes Buch. Ist einfach, weil ich habe das Buch geschrieben, es ist schon ein Jahr alt, ich habe 3 Bücher geschrieben. Einer ist Amazon-Bestseller, die ist auch sehr gut, ganz einfach. Also dieses Buch habe ich geschrieben, hast du recht, weil in Büchern steht schon Wissen. Viele Leute haben ihren Lebensläufer da geschrieben. Du musst aber das Rad nicht neu erfinden. Deswegen, ich plädiere für Bücher lesen. Und dann in diesem Buch ist eine besondere Art von Buch. Es heißt, innere Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das heißt, die Inspiration dieses Buch ist, es enthält Zitate von mir selber und auch von Menschen und aus Regionen und Ländern. Alles, was blau ist, was du siehst, kommen auch die Zitate aus der ganzen Welt. Die Inspiration dieses Buches ist einfach, weil die Wissenschaft hat belegt, dass wie wir unseren Tag anfangen, die ersten 30 bis 45 Minuten, wie du deinen Tag anfängst, bestimmst du auch, wie du deinen Tag ausführst. Was du hörst, was du liest, was du siehst, geht auch wieder Social Media, geht in deinen Gedanken und es beeinflusst auch deine Mut, deine Stimmung für den Tag. Deswegen, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist eine Begleiter für jeden Tag. Wenn du aufstehst, wenn ich aufstehe, ich stehe auf meinem Betttisch. Ich nehme das Buch in die Hand, wenn ich aufstehe, das esse. Ich schaue mal zum Beispiel, wir führen diesen Podcast heute am 6. Mai. Dann ich schaue mal und sage, was gibt es heute da am 6. Mai? Weil das Buch ist zeitlos, hat kein Jahr. Also egal, wann du das Buch kaufst, in die Hand hast, es gilt. Aktuell, ja. Wir können jetzt gleich machen, um zu testen. Zum Beispiel heute ist der 6. Mai, was steht da? Wow, ein eigener Zitat von mir selber. Steht, du kannst Limonade nicht nur mit Zucker machen. Du benötigst auch ein paar saure Zitronen. Guck mal, Sanigo. Ja, stark. Ist auch gut, ja. Und dann für morgen, der 7. Mai, ist ein Zitat aus Japan, japanisches Sprichwort. Er sagt, ist auch cool, wenn wir keinen Ausweg sehen, heißt das nicht, dass es keinen Ausweg gibt. Cool, ne? Solche wundervolle Weisheiten jeden Tag sind in diesem Buch. Deswegen plädiere dafür, ich freue mich. Du tust was Gutes, hol dir das Buch vom Amazon. Du gibst Akuma Sanigong, inneren Türen öffnen. Dann siehst du und hol das für dich. Und auch schenken. Auch viele Leute beschenken auch das für Geburtstag, keine Ahnung. Ich habe alle möglichen positive Rückmeldungen bekommen, wie das Buch die Menschen geholfen haben. Zum Beispiel, einer hat mich geschrieben und sagt, er lebt in einer WG, fand es so spannend, sein Beispiel. Er lebt in einer WG, von einem Männer-WG, und weil das Buch hat ihm so geholfen und er möchte auch seine WG-Mitglieder auch was davon bekommen, dann in die WG, in die Toilette, er hat dann so das Buch dann so da gesetzt auf einem Podest. Das heißt, wenn du sitzt auf dem Topf, dann du bist also gezwungen zu lesen, was da ist an dem Tag. Und er hat gesagt, er hat die ganze Stimmung in die WG positiv verändert. Sie sind so cool drauf und sie freuen sich, wenn sie aufs Klo gehen.
Ja, so, genug gesagt. Dann einmal hol mein Buch und tu was jetzt Gutes. Das habe ich mitgebracht. Und dann für die Leute, die noch in Kontakt mit mir bleiben möchten, die können sich auch kostenlos in mein Newsletter eintragen: drsanningen.com. Das ist www.d wie Dora, R wie Richard, S wie Anton, A wie, nee, S wie Siegfried, A wie Anton, N wie Nordpol, I wie Ida, N wie Nordpol, G wie Gustav, O wie Otto, N wie Nordpol, G wie Gustav.com. Kostenlos jeden Mittwochmorgen, okay, unter der Woche. Du kriegst einen kurz prägnanter Text für die Leib und Seele, sehr positiv und gut. Und dann, falls du noch mehr von mir erfahren möchtest, ich bitte auch ein Coaching privat für Menschen, die in einer Umbruchphase sind in ihrem Leben, sei es sei es im Job, du möchtest deinen Job verlassen, dein eigenes Ding machen wie ich. Sei es, du bist einfach in einer Lebenssituation, wo du einfach Orientierung brauchst. Ja, komm zu mir. Wir gucken, was wir da machen. Show Notes rein. Das ist wahrscheinlich dieselbe Adresse wie für Newsletter, wo man da Infos zu bekommen. Ja, genau. Auf meine Newsletter, auf meiner Webseite, dann steht dann meine E-Mail-Adresse. Und schreib mir eine Mail. Und dann mal gucken, was sie machen können. Ich habe momentan so viele, ich habe auch nicht viel Kapazität, aber ich nehme mich mal Zeit. Ich habe so viele Menschen geholfen und es macht mir so viel Freude zu sehen, wenn ein Mensch zu dir kommt, so depressiv und denkt, die Welt geht runter. Und dann nach 4, 6 Wochen ist ein anderer Mensch vor dir. So eine wundervolle Transformation. Es beruhigt mein Herz. Also ich glaube, da ist eine Menge möglich, eine Menge Potenzial, vor allem mit einem sehr, sehr spannenden Ansatz in deinem Thema. Akuma, ganz, ganz lieben Dank. Das war eine tolle Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben, aber es hat sich mehr als gelohnt. Und ich hoffe, dass wir es irgendwann nochmal aufgreifen können und noch ein bisschen tiefer eintauchen können. Bis hierher ganz lieben Dank und schöne Grüße nach Hamburg. Oder wo bist du gerade? Nach Hamburg. Hamburg. Alles Gute, mach's gut. Danke, mein Lieber. Die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung. Danke für deine gute Arbeit. Die Welt braucht Menschen wie dich, wie wir. Die Welt braucht wir alle. Wir sind hier gekommen für einen Grund, für einen Purpose. Und wir sollen auch unseren Dasein hier auf der Erde nutzen, um andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und zu unterstützen. Wir sind füreinander da. Danke für deine gute Arbeit. Danke. Mach's gut.